Herzlich willkommen zu diesem Video der Universität Passau, in dem meine Kollegin Doro Will von der Studiengangskoordination und meine Wenigkeit Michael Weigel, ich bin Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politikwissenschaft, wir wollen Ihnen eben gemeinsam den Masterstudiengang Governance and Public Policy Staatswissenschaften vorstellen. Ja, natürlich freuen wir uns darüber, dass Sie Interesse haben an diesem Masterstudiengang. Ich freue mich auch ganz persönlich sehr darüber, dass ich weiß, dass jetzt ganz viele verschiedene Fachrichtungen uns gerade zuschauen. Das ist so manchmal im ersten Semester gerade für uns Lehrende so ein bisschen auch Herausforderung, wenn da eben ganz verschiedene Typen sozusagen in den Kursen sitzen. Es ist aber auch ganz spannend und anregend, wenn da eben nicht nur Politikwissenschaftler sitzen, sondern eben vielleicht auch Leute, die vorher in ihrem Bachelor Journalistik gemacht haben oder Recht studiert haben oder Wirtschaft, was auch immer. Das ist tatsächlich sehr, sehr anregend. Das wird manchmal so im Dozentenalltag fast schon, ja, es wird zum Alltag, wenn Sie so wollen. Aber ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren nach Passau gekommen bin und ich kam aus so einem Fachstudiengang. Da war das wirklich am Anfang so, wow, was ist das hier? Es sind ganz andere Diskussionen gewesen, sehr anregend, weil sie einfach, ja, man kann sagen, schon im Kurs drin, in der Kurszusammensetzung einen interdisziplinären Blick auf die Dinge hatten. Das sind andere Diskussionen. Und damit sind wir eigentlich auch schon sozusagen mitten in unserem Thema. Denn genau dieser Ansatz, eben nicht nur die Dinge eindimensional zu betrachten, sondern auch tatsächlich interdisziplinär Dinge zu betrachten, verschiedene Perspektive auf den gleichen Gegenstand zu entwickeln. Das ist eben genau das Programm unseres Studienganges. Das ist genau das, was unseren Studiengang auch einzigartig, zumindest relativ einzigartig macht. Es gibt nur sehr wenige Studiengänge, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Und das verbirgt sich in dem Begriff der Staatswissenschaften. Sie werden viele Studiengänge finden zu Governance. Das ist nicht so schwierig. Aber dass Sie einen Studiengang zu Staatswissenschaften finden, da werden Sie schon etwas länger suchen müssen. Diese Staatswissenschaften klingt so ein bisschen veraltet. Was ist das? Und ich möchte Ihnen aber trotzdem etwas näher bringen, auch allein deswegen, weil es eben vielleicht ein Begriff ist, der heutzutage wirklich nicht mehr geläufig ist, auf der einen Seite. Und zum anderen eben natürlich auch, weil wir ja wissen, was ich gerade gesagt habe, dass sie sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben, sozusagen mit diesen Dingen umzugehen. Manche wissen das vielleicht schon von Ihnen, manche haben das noch nie vorher gehört. Und insofern lieber einmal zu viel erzählen als zu wenig. Ja, Staatswissenschaften, woher kommt denn das? Und da gehen wir jetzt zurück bis ins 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert gab es die sogenannten Kameralwissenschaften. Hintergrund war, dass der absolutistische Staat, damit er eben absolutistisch sein konnte, auch eine gute Organisation brauchte. Das ist heute manchmal gar nicht so wirklich im Bewusstsein, dass im Grunde genommen die Anfänge, die Voraussetzungen für Demokratie im Absolutismus lagen. Das hat ganz viel damit zu tun, genau mit diesen Prozessen. Also man muss, wenn man natürlich plötzlich herrschen möchte, das Ganze organisieren. Und was macht man? Man bricht die Macht des Adels und holt sozusagen sich neue Eliten und zieht sich neue Eliten heran. Und das ist genau das, was wir dann sozusagen heute als Bürokratie in Anführungszeichen kennen. Damals war es eben so, dass sie dafür jetzt wirklich, ja, sozusagen Experten brauchen, gerade für Landesverwaltung und für Wirtschaft. Das waren natürlich die ersten Anfänge. Aber es waren sozusagen die ersten Anfänge, sozusagen, wenn Sie so wollen, eine Art von Professionalisierung von Staatswesen. Diese Kameralwissenschaften, diese Idee, und Sie sehen es auch hier schon, Landesverwaltung, Wirtschaft, das ist jetzt nicht so, wie wir das heute kennen, so die Fachdisziplin Politik oder so etwas. Sondern es ist im Grunde genommen schon ein, in Anführungszeichen, interdisziplinärer Ansatz. Der wird dann eben weitergeführt im 19. Jahrhundert. Jetzt haben wir den Begriff der Staatswissenschaften auch tatsächlich. Man muss immer so ein bisschen aufpassen mit dem Wissenschaftsbegriff selbstverständlich. Also das, was wir heutzutage unter Wissenschaft verstehen, hat sich im Wesentlichen so zweite Hälfte 19. Jahrhundert, aber vor allem natürlich erst im 20. Jahrhundert entwickelt. Das ist hier natürlich noch so ein bisschen was anderes. Aber Sie sehen, um was geht es hier? Es geht darum, dass alles, was mit dem Staat zu tun hat, zusammengefasst wurde unter diesem Begriff Staatswissenschaften. Und auch hier ging es jetzt ganz stark darum, eben den Staat weiter zu professionalisieren. Wir müssen sehen, in welcher Zeit sind wir gerade? Wir sind im 19. Jahrhundert, denn Nationalstaaten entwickeln sich, sozusagen stellen sich auch immer tiefer und breiter auf. Und sie brauchen wiederum eben viel mehr Bürokratie. Sie brauchen viel mehr Experten, die ihnen sagen, wie machen wir denn das überhaupt? Wie können wir einen Staat gut aufstellen? Wie sollten wir ihn aufstellen? Wie muss er aufgestellt sein? Und da sind wir jetzt eben bei diesen Staatswissenschaften im 19. Jahrhundert. Dieser Begriff ist in der Zwischenzeit, also sozusagen so, ja, erste Hälfte 20. Jahrhundert, aber auch noch ein bisschen drüber hinaus, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da kam jetzt die Zeit, wo wirklich die Wissenschaftsdisziplinen sich entwickelt haben, also zum Beispiel die Politikwissenschaft, die sich in Deutschland dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg auch ganz stark als Demokratiewissenschaft entwickelt hat.
in anderen Staaten aber ähnlich, aber meistens schon ein bisschen frühzeitiger. Da kommen jetzt diese Fachwissenschaften auf. Und da geht so ein bisschen diese Staatswissenschaften verloren. So, da stellt sich natürlich die Frage, die man beantworten muss, ja, und warum greifen wir es jetzt hier in Passau wieder auf? Und die Antwort darauf ist relativ einfach, nämlich schlichtweg, dass wir heute von einer Gesellschaft ausgehen, von einer Politik ausgehen müssen, die ungeheuer komplex ist. Wir reden hier natürlich von ganz unterschiedlichen Prozessen. Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung. Und Sie könnten jetzt noch einige andere anführen. Das sind alles so Großprozesse, die dazu geführt haben, dass die Themen immer komplexer geworden sind, immer mehr miteinander verflochten sind. Also, schönes klassisches Beispiel dafür aus der jüngeren Vergangenheit ist natürlich, in Amerika passiert irgendwas mit Banken oder irgendwas mit Immobilien und plötzlich ist halb Europa pleite. Das ist jetzt ein bisschen arg zugespitzt natürlich formuliert gewesen. Aber da sieht man eben, wie labil die Staaten auch geworden sind, wie eng man vernetzt ist in dieser globalen Welt und wie schwierig es auch ist, diese globale Welt zu gestalten. Sie können heute nicht mehr immer einfach nur mit nationalen Mitteln antworten. Das geht nicht, weil die Themen zu komplex sind, das geht aber auch, weil ihre Steuerungsfähigkeiten nicht mehr die gleichen sind wie früher, sondern sie müssen dann eben zum Teil sehr viel stärker darauf achten, was sagt zum Beispiel die Europäische Union oder wie geht es eben zum Beispiel tatsächlich weltweit, welche Ansätze werden dort verfolgt. Weil es bringt ihnen gar nichts, wenn sie national was machen und dann passiert woanders etwas anderes und die anderen Effekte zerstören das, was sie sich überlegt haben. Also diese Komplexität, von der wir sprechen, erfordert es, dass sie im Grunde genommen eben immer stärker sozusagen aus einer breiten Perspektive auf die Dinge schauen. Also eben, wenn es geht, nicht nur wirtschaftlich. Wirtschaftlich ist sicherlich, wäre zu kurz gedacht, wenn man nur die Dinge aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachtet. Das Gleiche gilt aber natürlich auch, wenn Sie es nur juristisch anschauen. Alles wichtig, Wirtschaft wichtig, juristisch wichtig, natürlich politisch wichtig. Aber nur den politikwissenschaftlichen Blick wäre eben auch zu wenig. Also Sie müssen die Dinge sozusagen mehr und mehr zusammenbringen. Das ist auf der einen Seite ein Erfordernis der Gegenstände und der Komplexität dieser Gegenstände. Das ist aber eben auch ein Erfordernis tatsächlich der Praxis. Also wir sehen es, dass von der Praxisseite her, also das, was dann vielleicht für Sie dann auch wirklich Ihre berufliche Zukunft nach dem Master ist, genau dieser Blick, diese Perspektive aus verschiedenen Richtungen, dieses Denken, dieses vernetzte Denken, auch tatsächlich eingefordert wird. Das wird erwartet. Und insofern ist das, was wir hier machen, auch wenn ich zurückgehe vorher bis ins 18. Jahrhundert, eigentlich was sehr, sehr Modernes. Und wir sehen es tatsächlich, es ist so, dass unsere Studierenden sehr gut nach dem Studium unterkommen und eben genau damit sozusagen, das ist ihre Trumpfkarte, dass sie eben nicht nur sozusagen aus einer Fachrichtung argumentieren, sondern verstehen, die Dinge zusammenzubringen. Und das ist eben auch die Grundphilosophie unseres Studiengangs. Das ist die Grundphilosophie auch unserer Kurse. Genau darum geht es und deswegen eben auch schon sehr schön, auch wenn es nicht immer leicht ist, gerade für uns Dozierende, aber deswegen auch sehr schön, dass auch die Studierenden dieses Studiengangs eben ganz unterschiedliche Vorerfahrungen gemacht haben in ihrem Bachelor, weil allein schon dadurch ganz unterschiedliche Perspektiven eingebracht werden. Also, Staatswissenschaften versuchen eben dieser Komplexität von Steuerung, das, was wir mal als Governance bezeichnen. Governance ist ja genau dieser Begriff, der eben zeigt, dass es komplexer geworden ist, das Steuern, nicht mehr wie früher das Government, nicht mehr hierarchisch, sondern eher eben in Netzwerken. Und auf der anderen Seite Public Policy, also Zusammenspiel unterschiedlichster Akteure und Interessen in Entscheidungsprozessen, dass man dem eben gerecht werden möchte, indem die Gegenstände nicht isoliert, sondern in ihrem Gesamtzusammenhang betrachtet werden. Das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Das ist die Philosophie unseres Studiengangs. Die Studierenden sollen also damit vertraut gemacht werden, aktuelle Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln und mit den Theorien und Methoden verschiedener Disziplinen zu betrachten. Das ist natürlich ein ganz zentraler Aspekt. Selbstverständlich ist es so, dass sie dann in ihrem Studiengang eben auch verschiedene eben Aspekte tatsächlich aus der wissenschaftlichen Sicht kennenlernen. Das heißt, sie kennen dann unterschiedliche Perspektiven auf die Gegenstände, sie kennen aber natürlich auch unterschiedliche Theorien, unterschiedliche Modelle. Sie können die zum Teil miteinander verknüpfen. Also Sie bekommen auch auf der methodischen und auf der theoretischen Ebene ein viel breiteres Wissen, als wenn Sie natürlich nur einen Studiengang machen. Vielleicht nicht immer ganz genauso tief. Das ist natürlich, jeder Studiengang und jeder Typ von Studiengang hat Vor- und Nachteile. Natürlich ist es bei uns nicht vielleicht immer die allerletzte Tiefe und Sie kriegen vielleicht nicht das allerletzte Modell und die allerletzte Theorie.
Aber dafür haben sie eben die Breite und kennen die zentralen und natürlich die wichtigen und natürlich auch im Master auch schon etwas tiefer gehenden Modelle aus allen Disziplinen und können die entsprechend kombinieren und auch abwägen aneinander und entsprechend auch Ergebnisse kombinieren. Und das ist eben etwas, das so dann eben die anderen Studierenden von Fachstudiengängen nicht können. Die Berufsbilder sind entsprechend bei uns. Es ist natürlich wie immer, das gilt sozusagen für den Bachelor genauso wie für den Master, wenn Sie so etwas machen, so einen interdisziplinären Studiengang, wie das hier in Passau der Fall ist, dass Sie am Anfang noch nicht so genau wissen, was am Schluss rauskommt. Natürlich nicht. In der Regel, wenn Sie in den Master gehen, haben Sie ja schon so ein bisschen eine Vorstellung, wo Sie hinwollen. Nichtsdestotrotz bilden wir nicht direkt für einen Beruf aus. Sie wissen sozusagen noch nicht mit Sicherheit, was am Schluss dann wirklich auch Ihr Beruf sein wird. Aber was Sie mit Sicherheit sagen können, ist eben die Bereiche, in die wir reingehen. Und Sie müssen natürlich auch sehen, das ist eine Chance für Sie. Es ist eine Chance, dass Sie dann sich tatsächlich auch innerhalb dieser verschiedenen Disziplinen, die hier zusammengefasst werden, auch nochmal spezialisieren können. Dass Sie auch tatsächlich noch einmal rausfinden können, wo liegt jetzt tatsächlich meine Stärken. Vielleicht auch, dass Sie dann nochmal raustesten können, im Master ist man ja dann so weit, dass man vielleicht tatsächlich sagt, okay, mir macht das Spaß, ich möchte noch meinen Doktor dranhängen. Ich möchte vielleicht auch tatsächlich eine wissenschaftliche Karriere machen. Das alles können Sie austesten und Sie haben da genügend Freiheiten bei uns. Klar ist, dass Sie am Schluss auf alle Fälle sozusagen hochqualifiziert sind. Und zwar hochqualifiziert für hochqualifizierte Tätigkeiten. Also Gesellschaft, Sozial, rechtswissenschaftlichen Zusammenhängen. Das kann nun wahnsinnig viel sein. Sie sehen mal unten so ein paar Stichwörter. Also zum Beispiel Tätigkeit als Beraterin im Bereich Political Consulting. Also wenn es wirklich um Politikberatung geht. Das ist ein weites Feld. Sie können beratend sein im EF noch im Kommunikationssinne, dass es Ihnen also wirklich darum geht, wie kommuniziere ich als Politiker richtig oder dass man da beratend tätig ist. Sie können sich aber auf einzelne Politikfelder wirklich auch konzentrieren, also zum Beispiel Berater in der Gesundheitspolitik. Sie können aber natürlich auch Berater sein, zum Beispiel im strategischen Bereich. Also tatsächlich, wie setze ich die Dinge um oder wie erhalte ich Macht? Solche Fragen. Diese Beratungsszene ist sehr groß. Gerade hier in Deutschland immer mehr angewachsen, aber natürlich auch gerade in Brüssel und Straßburg, also auf europäischer Unionsebene. Da haben wir sehr, sehr viele Studierende von uns, die genau diesen Weg gegangen sind, in sehr unterschiedlichen Beratungstätigkeiten. Aber das ist so eine Möglichkeit. Sie können aber natürlich auch bei den Interessengruppen arbeiten und klassisches Lobbying zum Beispiel betreiben. Auch da haben wir einige Studierende, die eben tatsächlich bei den Unternehmen gelandet sind und bei den Unternehmen dann eben versuchen, die Unternehmensinteressen in den politischen Raum zu bringen. Das heißt nicht unbedingt, dass Sie dann jeweils direkt an die Politiker kommunizieren. Also Lobbying beinhaltet auch, dass Sie zum Beispiel in die Öffentlichkeit gehen und versuchen, für Ihre Sache Stimmung zu machen und so die Politik unter Druck zu setzen. Aber dass man eben in diesem Bereich arbeitet. Sie können natürlich auch bei den Parteien arbeiten. Ja, auch da gibt es ganz viele unserer Studierenden, die bei den Parteien gelandet sind. Sei es in dem wissenschaftlichen Dienst mehr oder weniger der Parteien, sei es aber tatsächlich in den Verwaltungsarbeiten, also in den Parteizentralen. All das haben wir. Oder im Parlament eben, wie gesagt, als Mitarbeiter von Abgeordneten, Abgeordneten und so weiter. Das gibt es alles. Das haben wir alles. Und selbstverständlich können Sie eben natürlich auch Ihre wissenschaftliche Laufbahn fortsetzen in Thinktanks, in Forschungsinstituten, an Universitäten. Und es fehlen natürlich auch noch Dinge. Also wir könnten jetzt sozusagen noch weitergehen. Also zum Beispiel tatsächlich in Unternehmen arbeiten und in Unternehmen natürlich auch in diesem großen Bereich des Strategischen, auch da kommen unsere Leute relativ gut unter. Sie sehen, das sind alles eben so Felder, wo genau das vorausgesetzt wird, dass man eben nicht nur eindimensional denkt, sondern dass man eben versucht, die Dinge aus verschiedensten Bereichen zusammenzubringen und dass man auch so ein Gespür für die politische Praxis hat. Das ist bei uns, glaube ich, ganz wichtig. Und das eine ergibt sich aus dem anderen. Die politische Praxis, ein Gespür dafür zu haben, das können Sie praktisch nicht, wenn Sie nur aus einer Theorie-Ecke kommen. Oder nur aus einer Fachrichtung kommen, sondern es ergibt sich eben genau aus der Kombination von verschiedenen Logiken. Das ist ganz wichtig und das wird genau in solchen Bereichen, wie Sie es jetzt hier mal eben aufgelistet sehen, auch genau von Ihnen verlangt oder von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt. Und genau dafür bilden wir aus. Was dann genau Ihr eigenes Ziel sein wird, wo genau Sie landen würden, das können Sie selber entscheiden. Und dafür haben Sie auch viele Möglichkeiten, im Studium entsprechend auch noch Ihre Akzente zu setzen. Das werden wir Ihnen nachher noch genauer darstellen. Wenn wir das nochmal zusammenfassen wollen, alles so ein bisschen, was sind jetzt die Kennzeichen dieses Studiums? Also zum einen unterschiedliche Perspektiven auf den Staat und das Politische,
Nochmals, selbstverständlich ist das politisch bei uns sehr weit gefasst. Wir befassen uns selbstverständlich nicht nur mit dem Staat, sondern alles kann politisch sein, wenn Sie so wollen, vom Kommunalen bis zum Internationalen. Und selbstverständlich auch nicht nur staatliche Akteure, sondern Sie haben es ja auch schon gesehen, Interessensorganisationen, Parteien, aber natürlich auch Bürgerinitiativen oder Bewegungen, zum Beispiel Protestbewegungen, wie wir es jetzt gesehen haben. All das gehört natürlich zum Politischen dazu. Interdisziplinär vernetzte Lehre als Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit am Schnittstellenbereich mehrerer Fachdisziplinen, das habe ich gerade ausgeführt. Erwerb von vertieften Kenntnissen in den Bereichen Comparative Politics, Public Policy, Global Governance. Also es geht wirklich um Steuerung mehr oder weniger bei diesen Begriffen. Also Governance ist ja ein Steuerungsbegriff und hier geht es eben, Sie können sozusagen diese Steuerung jetzt auf einer ganz lokalen, kleinen Ebene machen. Sie können es aber bis rauf auf die Welt sozusagen übertragen. Also wie wird sozusagen international denn gesteuert? Ist das möglich? Angeblich ist doch alles so anarchisch international, weil es da keine wirklichen Regierungen und so gibt. Aber auch da gibt es Strukturen und auch da gibt es Governance-Strukturen, also Strukturen der Steuerung. Das ist mit Global Governance gemeint. Bei Comparative Politics sind es natürlich eher sozusagen in dem, was wir vergleichende Regierungslehre nennen, also tatsächlich, wie unterschiedlich in verschiedenen Staaten agiert wird, regiert wird, warum hier unterschiedliche Politikfelder wie besetzt wird. Ganz, ganz weites Feld natürlich. Ja, Sie haben selbstverständlich bei uns auch europäische Integration. Selbst ist ganz sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, natürlich auch eben in unserer globalen Welt und im europäischen Kontext spielt da die Europäische Union eben eine große Rolle. Sie haben dazu neuere europäische Geschichte, europäisches internationales Recht, politische Institutionen, sozialer Wandel. Also auch hier sehen Sie auch schon mit dem europäischen internationalen Recht, wie Sie eben hier entsprechend auch wiederum dieses Interdisziplinäre in Ihr Studium umsetzen können. Aber auch das werden wir Ihnen gleich noch ein bisschen genauer zeigen. Dazu kommt noch, dass Sie eben auch tatsächlich weitere praxisorientierte Fähigkeiten vermittelt bekommen. Auch das ist ja etwas, was ich vorher gesagt habe. Natürlich ist der Master in seinem Anspruch so, dass Sie nachher auch tatsächlich eine wissenschaftliche Ausbildung in dem Sinne haben, dass Sie auch auf die wissenschaftliche Laufbahn theoretisch einschlagen können. Selbstverständlich. Das ist der Anspruch an einen Master. Auf der anderen Seite aber ist es uns eben auch durchaus wichtig, dass Sie diese Praxisorientierung trotzdem noch beibehalten. Das ist das, was ich vorher so ein bisschen gemeint habe mit, man muss wissen, wie Politik tickt, wie das Ganze funktioniert in der Logik. Und dass man eben nicht nur im Zusammenbringen von Theorien, von Modellen, dass man da auch sozusagen der Praxis, der Realität in Anführungszeichen näher kommt. Und das wird eben auch hier sozusagen weitervermittelt. Also Fremdsprachenkenntnisse, wissenschaftstheoretische Grundlagen, Erstellung von Forschungsdesigns. Erstellung von Forschungsdesigns ist wissenschaftlich wichtig, ist aber auch etwas, was ganz wichtig ist in Ihrem späteren Berufsleben, dass Sie die Dinge sozusagen ganz schnell designmäßig layoutieren können, die Komplexität reduzieren können und entsprechend dann auch eben präsentieren können. Präsentorische Fähigkeiten, auch die werden Ihnen vermittelt. Kenntnisse zu den Methoden der empirischen Sozialforschung und Digital Humanities, auch das etwas, was ganz wichtig ist. Wir haben ganz viele Jobs, wo Sie später dann auch tatsächlich selbst in irgendeiner Weise ja, kleine Forschungen betreiben, auch wenn sie vielleicht gar nicht mehr an der Universität sind. Also wo sie mal eine Umfrage machen oder all solche Dinge. Da ist es natürlich wichtig, dass sie auch wissen, wie funktioniert sowas oder wie kann ich vielleicht Interviews durchführen. All diese Dinge werden auch wiederum hier vermittelt, natürlich hier im Kontext mit diversen Forschungsprojekten. Wir haben auch eine ganze Reihe von Kursen immer, die selbst sozusagen in einer Art Lehrforschungsprojekt, nennt sich das, aufgebaut sind. Also wo Sie sagen, im Kurs ein kleines Projekt durchführen und da werden Ihnen dann solche Methoden, jenseits natürlich des Lehrstuhls, den wir dafür haben, selbstverständlich, auch nochmal vermittelt. Ja, was sind Besonderheiten? Eben der interdisziplinäre, forschungsorientierte Zugang, den wir hier bei uns haben. Sicherlich, gerade dieses Interdisziplinäre ist eben tatsächlich, glaube ich, schon auch in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal unseres Studiengangs. Der Philosophischen Fakultät. Er ist hier bei uns angesiedelt an der Philosophischen Fakultät, aber eben in Kooperation mit den Wirtschaftswissenschaften Juristischen Fakultät. Sie haben eine individuelle Profilbildung durch Modul- und Kurswahl. Auch das wird Ihnen meine Kollegin gleich noch näher erklären. Aber ich will Ihnen vielleicht nur mal zeigen, so ein paar Gedanken, wo geht das hin? Also Sie können sich selbst spezialisieren im Kurs, im Laufe Ihres Studiums, was übrigens keinesfalls immer so ist. Also wenn Sie ein Fachstudium machen, sind Sie sehr, sehr viel stärker sozusagen, ja, ist Ihr Stundenplan sehr, sehr viel stärker schon vordefiniert durch den Studiengang, durch die entsprechenden Bestimmungen des Studiengangs. Hier bei uns haben Sie sicherlich noch deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten.
Entsprechend versuchen wir natürlich als Universität, Ihnen ein möglichst breites thematisches Angebot zu machen, damit Sie dann auch tatsächlich auswählen können. Und die Folge des Ganzen ist, wenn Sie sich dann mal vielleicht so Masterarbeiten anschauen, worüber schreiben die? Das ist jetzt wirklich natürlich nur eine ganz kleine Auswahl, aber da sehen Sie genau dieses ganze Spektrum, von dem ich vorher gesprochen habe. Also wir haben Arbeiten, die sich zum Beispiel jetzt beschäftigt haben, ich rede jetzt mal nur von, sozusagen, die von mir betreut wurden. Wenn Sie jetzt die Kollegen machen würden vom Lehrstuhl für internationale Politik oder natürlich auch Kolleginnen und Kollegen auch an meinem Lehrstuhl, da würden Sie nochmal ganz andere Themen bekommen. Jetzt mal nur Themen, die von mir betreut wurden. Ich hatte eine Masterarbeit vor kurzem, da ging es um eine Analyse der Protestbewegung Anti-Braunkohle. Ich hatte eine Masterarbeit, die sich analysiert hat, wie denn strategische Führung in Parteien möglich ist. Wenn Sie sich Parteien anschauen, das sind eigentlich absolut chaotische Akteure. Wie kann da überhaupt ein Entscheidungszustande kommen? Ich hatte eine Masterarbeit, die sich damit beschäftigt hat, wie Kommunikation stattfindet, wie das Verhältnis von Politik und Kommunikation ist, auch wiederum natürlich an einem spezifischen Beispiel orientiert. Ich hatte eine Masterarbeit übrigens zu Brasilien, zu Italien, eins zu Chile. Also auch da sehen Sie, dass wir auch, was die regionalen Schwerpunkte angeht, sehr breit aufgestellt sind. Also Sie sehen am Schluss, wenn Sie die Masterarbeiten haben, genau diese individuelle Profilbildung und wie Leute sich dann spezialisieren und dann in der Masterarbeit natürlich auch Themen wählen, wo Sie vielleicht denken, ja, das ist vielleicht auch meine Eintrittskarte ins spätere Berufsleben. Egal, was man dann machen will. Aber das können Sie, diese Spezialisierung ist möglich, auch weil wir eben ein relativ breites Themenspektrum in unserer Lehre anbieten. Deutsch und Englisch als Unterrichtssprachen, selbstverständlich. Also es ist nicht nur ein rein englischsprachiger Masterstudiengang, aber selbstverständlich gibt es auch englischsprachige Kurse. Wir sind übrigens auch, was die Studierenden angeht, relativ international aufgestellt. Auch das ist, finde ich, sehr schön. Also wenn Sie dann wirklich sehr unterschiedliche Nationalitäten zusammen in einem Kurs haben, auch da bekommen Sie natürlich nochmal ganz andere Perspektiven auf die Dinge. Wir haben zum Beispiel Studierende auch aus einem Programm, das vom DAAD gefördert wird. PBGG heißt das, oder Helmut-Schmidt-Programm. Helmut-Schmidt-Programm klingt leichter zumindest. Ob es besser klingt, können Sie sich selbst überlegen. Aber in dem Programm zum Beispiel haben wir eben Studierende hier in Passau, das sind immer so gute 10 pro Jahrgang, die aus Entwicklungsländern oder sich entwickelnden Ländern kommen, was wahnsinnig spannend ist, wenn die bei Ihnen in den Kursen sitzen, weil die völlig andere Perspektiven auf die Dinge haben. Da findet eine Diskussion statt, sozusagen wir Deutsche oder die europäischen Studierenden, und dann meldet sich jemand eben, was weiß ich, aus Afghanistan. Und plötzlich werden völlig andere Fragen gestellt. Sehr, sehr spannend. Aber natürlich brauchen wir dafür auch Deutsch, Englisch. Wir wollen ja auch entsprechend international aufgestellt sein. Da haben Sie dieses Helmut-Schmidt-Programm, das eben tatsächlich, glaube ich, schon auch eben wirklich jetzt nicht nur für die Teilnehmer dieses Studiengangs, sondern eben auch tatsächlich für alle anderen sehr wertvoll ist, weil man da nochmal ganz andere Perspektiven bekommt, die man auch sonst so eben nicht hat im Studium. Wir haben 2 integrierte Doppelabschlussprogramme, dazu wird Ihnen meine Kollegin gleich auch noch genaueres sagen. Und selbstverständlich sind wir akkreditiert durch den Deutschen Akkreditierungsrat, also unsere Qualität ist sozusagen amtlich. Das posaune ich jetzt hier nicht mal nur raus, dass wir jetzt super sind, sondern das ist auch wirklich einfach mal so festgestellt. Wir sind einfach richtig gut. Natürlich hat jeder Studiengang Vor- und Nachteile und man muss sich immer selbst überlegen, was ist das, was für mich das Richtige ist, das Passende ist. Das müssen Sie sich natürlich auch überlegen. Dafür soll ja auch dieses Video dienen. Aber Sie sehen es gibt schon auch eine Reihe Vorteile, die dafür spricht. Nachteil gibt es natürlich auch, klar, dass Sie dann eventuell, wenn Sie in Richtung einer fachspezifischen Ausbildung gehen, dann vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt sind. Insofern machen viele eine Kombination, im Bachelorstudiengang vielleicht fachspezifisch, im Master dann eher etwas breiter aufstellen und so beides miteinander verbinden. Aber das sind alles Dinge, die können Sie sich natürlich auch und müssen Sie sich auch wirklich gut überlegen. Passau lohnt sich auf alle Fälle, die Uni lohnt sich und die Stadt lohnt sich sicherlich. Ja, hier sehen Sie es nochmal im Überblick, was ist bei uns inkorporiert sozusagen, eben nicht nur Politikwissenschaft oder nicht nur Volkswirtschaftslehre, nicht nur öffentliches Recht, Geschichte oder Soziologie, sondern eben alles. Und genau das ist es, was unsere Philosophie ist, das ist genau das, was es uns ausmacht, das ist unsere Stärke. Ich habe es gerade ein bisschen angedeutet, sicherlich auch, wenn man vielleicht ganz spezifische Berufswünsche hat, auch mal vielleicht auch eine Schwäche. Aber eben genau das müssen Sie sich überlegen. Und damit Sie sich das noch genauer überlegen können, wird Ihnen jetzt meine Kollegin auch noch so ein bisschen die Details nennen. Als Studiengangskoordinatorin vom Masterstudiengang Staatswissenschaften darf ich Ihnen jetzt noch ein bisschen die, ich sage jetzt mal, strukturelle Einbettung von dem erläutern und näher bringen, was Herr Weigel gerade inhaltlich ausgeführt hat.
Der Masterstudiengang STAVI, wie wir ihn nennen, ist ein viersemestriger, also ganz klassischer Masterstudiengang mit 120 ECTS-Leistungspunkten, die sich eben, wie Sie es ja aus dem Bachelor auch kennen, über diese vier Fachsemester erstrecken. Sie schließen den Studiengang ab mit einem MA, also mit einem Master of Arts. Hat damit zu tun, dass der Studiengang natürlich bei uns an der Philosophischen Fakultät beheimatet ist, aber ja in Kooperation mit der Juristischen und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät funktioniert. Beginnen können Sie den Masterstudiengang jeweils zum Winter- oder zum Sommersemester. Also Sie können sich ganzjährig bewerben und den Studiengang beginnen. In das Studium eingebettet sind natürlich für Sie immer vielfältige Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte. Also auch im Master haben Sie natürlich die Möglichkeit, ein Auslandsstudium anzustreben von einem oder vielleicht sogar zwei Semestern. Und was wir auch integriert haben, sind zwei Doppelabschlussprogramme, mit denen Sie eben zwei Abschlüsse mit einem einjährigen Studienaufenthalt im Ausland erwerben können. Schauen wir uns ein bisschen näher die Struktur von dem Studiengang an. Die Inhalte wurden ja gerade schon erläutert. Jetzt zum Studienplan. Wo verorten wir diese Inhalte dann auch im Studiengang selber, in der Studiengangsstruktur? Wir haben die Modulgruppe A, die Kernmodule. Diese sind verpflichtend zu absolvieren. Das ist einerseits die Staatstheorie und andererseits Governance in Mehrebenensystemen. Dann haben wir diese Modulgruppe B, die Schwerpunktmodule, die ich Ihnen dann gleich auf der nächsten Folie noch ein bisschen größer zeigen kann. Und die Kompetenzmodule C, die einerseits bestehen aus dieser praxisorientierten Fremdsprachenausbildung und aus der Methodenausbildung, aus den wissenschaftstheoretischen Grundlagen und dem Präsentationskurs, der damit einhergeht. Und am Ende des Studiums steht dann eben natürlich die Masterarbeit, für die eigentlich das ganze vierte Semester in der Regel gewidmet wird. Gut, diese Gliederung A, B, C, D sozusagen teilt sich eben auf in diese Kernmodule Staatstheorie und Governance im Mehrebenensystem, die Ihnen so einen politikwissenschaftlich orientierten Rahmen geben sollen. Die sind verpflichtend und dann eben die Grundlage für den weiteren eher interdisziplinär angelegten Studienverlauf. Die Schwerpunktmodule sind dann die inhaltliche Fokussierung und die interdisziplinäre Vertiefung in den Kernmodulen ihrer Wahl letztendlich. Und da können Sie sich beschäftigen mit verschiedenen Fragestellungen. Jetzt muss man bei diesen Modultiteln, wie es letztendlich sind, also Comparative Politics and Public Policy, Global Governance, Europäische Integration, Neuere und Neueste Geschichte, Europäisches und Internationales Recht und politische Institutionen und sozialer Wandel. Bei diesen Modultiteln muss man sehen, dass es zwar Modultitel sind, die vielleicht fachlich einer Fachdisziplin verortet werden können. Beispielsweise bei der Geschichte, ganz klar, oder beim Recht ist es natürlich eine Fachdisziplin dahinter. Aber die anderen Fragestellungen, Comparative Politics and Public Policy zum Beispiel, die sind dahinter mit Kursen befüllt, die aus verschiedenen Fachdisziplinen kommen können. Also aus der Politikwissenschaft oder auch aus der Volkswirtschaftslehre zum Beispiel. Also im letzten Semester unter den Comparative Politics Modulen Masterclasses beispielsweise zur Policy-Analyse, aber auch Masterclasses aus dem Bereich VWL, zum Beispiel Economics of Crime oder Public Economics. Politische Institutionen und sozialer Wandel hingegen ist eine Modulgruppe, die tendenziell von der Politikwissenschaft und der Soziologie beliefert wird. Also auch da haben Sie dann auf der Kursebene vielfältige Auswahlmöglichkeiten, interdisziplinär oder in den jeweiligen Fachwissenschaften Ihr Wissen zu vertiefen. Die Kompetenzmodule sollen verbinden fachliches, methodisches und praxisorientiertes Wissen. Wir haben einerseits eben die Fremdsprachenkenntnisse, die dort vermittelt werden. Sie können auswählen aus insgesamt 13 Fremdsprachen, die wir anbieten. Sie können dabei schon vorhandene Fremdsprachenkompetenzen, Fähigkeiten vertiefen oder Sie können auch, wenn Sie möchten, eine neue Fremdsprache beginnen. Wenn Sie eine Fremdsprache mindestens auf dem Niveau B2 beherrschen und vertiefen möchten, dann können Sie das mit den sogenannten Fachsprachen tun. Das sind einzelne Sprachrichtungen sozusagen, also Sprachkurse, die entweder einen kulturwissenschaftlichen, einen wirtschaftswissenschaftlichen oder einen juristischen, einen rechtswissenschaftlichen Bezug haben, dass Sie da wirklich die Fachsprache in der jeweiligen Fremdsprache erwerben können. Dann haben wir einen Kurs, eben diese wissenschaftstheoretischen Grundlagen und die Erstellung von Forschungsdesigns. Der ist verbunden mit einem Kurs wissenschaftliche Präsentationstechniken, der Sie dann auch in der Kombination, also diesen theoretischen und den praktischen Zugang sozusagen, dann auch auf die Masterarbeit entsprechend vorbereiten soll und Ihnen neben der Entwicklung von Forschungsdesigns für die Masterarbeit, Ihnen auch die Präsentation wissenschaftlicher Inhalte, beispielsweise auf Fachkonferenzen, näher bringen soll.
Methodisch, die Methoden sind auch in diesem Modul verankert und methodisch können Sie auswählen zwischen den Methoden der empirischen Sozialforschung oder den Digital Humanities, also den digitalen Computer, den digitalen Geisteswissenschaften, computergestützten Forschungsmethoden für die Geisteswissenschaften. Am Abschluss des Studiums steht natürlich die Masterarbeit. Das ist Ihr eigenes Forschungsprojekt, jetzt ca. 80 Seiten und ist natürlich der Nachweis für Ihre wissenschaftliche Qualifikation. Sie haben immer eine begleitende Leistung zur Masterarbeit. Da entscheiden sich die einen Studierenden, diese an der Universität zu erbringen, beispielsweise mit der Hospitation eines weiteren Oberseminars. Andere sagen, sie nutzen die Chance und gehen noch einmal ins Praktikum und machen so ein Wahlpflichtpraktikum, das sozusagen begleitend zur Masterarbeit dann stattfinden kann. Das war letztendlich der Studienaufbau, der Studiengangsaufbau, das Curriculum und jenseits des Curriculums haben Sie natürlich bei uns noch weitere Möglichkeiten. Also einerseits ist es so, dass Sie zwar 10 ECTS integriert haben in den Studiengang in einer Fremdsprache, aber natürlich immer jederzeit mehr ECTS, mehr Leistungen oder einfach mehr Sprachkompetenzen am Sprachenzentrum bei uns erwerben dürfen. Also Sie können über den Studiengang hinaus eine Sprache noch stärker vertiefen oder weitere Fremdsprachen dazu erlernen. Sie können das Angebot des Zentrums für Karriere und Kompetenzen nutzen, das ZKK. Das sind letztendlich Seminare zu Schlüsselkompetenzen, zu Schlüsselqualifikationen. Das sind immer Blogveranstaltungen am Wochenende. Diese Blogveranstaltungen finden statt zu Computer- oder Softwarekursen, beispielsweise Adobe InDesign oder klassische Office-Anwendungen, aber eben auch Themen wie Projektmanagement, Design Thinking oder Rhetorik, wo Sie sich selber fortbilden können und natürlich entsprechend auch für den Arbeitgeber profilieren können später. Um so ein bisschen auf die Work-Life-Balance zu achten, haben wir natürlich auch ein sehr umfangreiches Angebot in unserem Sportzentrum, also im Rahmen des Hochschulsports, wo Sie jedes Semester eigentlich um die 300 Kurse finden können und nutzen können. Darüber hinaus kann ich berichten, dass die STAWIS einfach eine sehr engagierte Studierendengruppe ist, die sich hochschulpolitisch engagiert, die sich gesellschaftlich engagiert und sie häufig in den zahlreichen Hochschulgruppen, die wir am Campus haben, einfach auch zu finden sind und sich da entsprechend aktiv einbringen. Dann möchte ich noch ganz besonders auf unsere beiden Doppelabschlussprogramme hinweisen. Wir haben zwei Doppelabschlussprogramme im Master STAWI. Das eine Doppelabschlussprogramm ist mit der Universität von Ljubljana. Der Ablauf ist eigentlich immer gleich. Sie studieren das erste Studienjahr in Passau und das zweite Studienjahr an der Universität, hier in dem Fall Ljubljana. Sie erwerben also über dieses zweijährige Studium, ein Jahr hier, ein Jahr an der Partnerhochschule, zwei Abschlüsse. Bei uns, den Master STAWI, klar, und an der Partnerhochschule entweder, wir haben zwei Tracks zur Verfügung, den Master International Relations oder den Master European Studies. Es gibt insgesamt 5 Plätze, die sich auf diese zwei Masterstudiengänge in Ljubljana verteilen. Und die Bewerbung sieht so aus, dass Sie sich mit Ihrer Studiengangsbewerbung auf den Master STAWI, aber nur für den Sommersemesterzyklus, also sprich die Bewerbung im Sommersemester, die dann im Wintersemester den Studienstart sehen würde. Zu diesem Bewerbungszeitraum bewerben Sie sich sowohl auf den Studiengang Master STAWI als auch auf das Doppelabschlussprogramm. Gleiches gilt für unser Doppelabschlussprogramm mit Budapest, und zwar mit der Andrassy-Universität in Budapest, der AUB. Erstes Studienjahr findet bei uns statt und das zweite Studienjahr an der Partnerhochschule. Sie erwerben bei uns den Master STAWI und an der Partnerhochschule den Master Internationale Beziehungen. Der Masterstudiengang an der AUB ist deutschsprachig, der in Ljubljana englischsprachig, wie Sie sich wahrscheinlich schon gedacht haben. In dem Doppelabschlussprogramm haben wir insgesamt 8 Plätze zur Verfügung und wieder erfolgt die Bewerbung zu dieser Sommersemester-Bewerbungsfrist, also spätestens zum 30. Juni, für einen Studienplatz im Master STAWI und einen Studienplatz im Doppelabschlussprogramm. Dann möchte ich mit Ihnen noch ganz kurz auf unsere Alumni gucken. Wir hatten vor einigen Monaten ein sehr schönes Alumni-Treffen, das organisiert wurde von der Hochschulgruppe vom Studiengang Governet, auf die ich dann gleich noch zu sprechen komme. Und wir haben so ein bisschen O-Töne eingefangen von unseren Alumni. Dr. Melissa Gossens beispielsweise sagt, für mich war einer der größten Vorteile gleichzeitig auch eine der größten Herausforderungen. Mit dem STAWI kannst du danach alles machen, weißt aber noch nicht, was alles umfasst. Ist natürlich immer bei interdisziplinären Studiengängen, hat mein Kollege ja auch schon erläutert, ein spannendes Feld. Und
Ich hoffe, dass wir einfach gemeinsam auch entdecken können, was alles möglich ist und was von diesem allem für Sie dann auch entsprechend richtig ist. Frau Gossens ist mittlerweile Referatsleiterin im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Florian Teipel, mittlerweile Director bei einer Unternehmensberatung oder Politikberatung in Berlin, hat uns ein O-Ton zukommen lassen. Der Studiengang ist die beste universitäre Vorbereitung auf ein Berufsleben im Spannungsfeld Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Benedikt Backhaus gibt uns die Rückmeldung, besonders gut gefallen am Stavi-Studium hat mir die Interdisziplinarität und die Chance zu erlernen, sich in verschiedene Perspektiven und Positionen hineinzuversetzen. Benedikt Backhaus ist mittlerweile der Executive Assistant des Vorstands einer großen deutschen Krankenversicherung. Tilman Kramolisch berichtet über den Stavi. Für den Stavi sprechen viele Dinge. Die Vielseitigkeit, Passau als Stadt, aber vor allem auch die Aussicht, mit dem Studium etwas von Bedeutung für das Zusammenleben zu machen. Tilman Kramolisch ist mittlerweile der Managing Director einer Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Dann vielleicht noch ein Wort zu unserer Hochschulgruppe. Denn Governet als Stavi-Hochschulgruppe ist tatsächlich eine sehr aktive Hochschulgruppe und das Netzwerk unserer Stavi-Studierenden. Also wenn Sie der Studiengang interessiert, lade ich Sie auch herzlich ein, dass Sie mal auf der Instagram-Seite oder auf der Facebook-Seite von Governet vorbeischauen und einfach auch schauen, was die Stavis hier vor Ort leisten und Tolles machen. Beispielsweise wird jedes Sommersemester die Passauer Politiktage organisiert, ebenso ganz regelmäßig Vortragsreihen oder Alumni- und Karrierevorträge. Eben speziell für die Stavis, aber stehen natürlich auch allen anderen Studierenden offen. Dann hoffe ich, dass ich Sie ein bisschen für den Studiengang begeistern konnte, möchte jetzt vielleicht noch abschließend kurz was zu den Voraussetzungen und zum Zugangsverfahren sagen. Die Voraussetzungen, die Sie letztendlich haben müssen, wenn Sie zu uns kommen möchten, um den Stavi zu studieren, ist ein überdurchschnittlicher Hochschulabschluss aus dem In- oder Ausland in einem gesellschafts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Fach. Überdurchschnittlich heißt in dem Fall entweder mindestens die Gesamtnote 2,3 oder mit einer besten Regelung, das heißt, Sie sollten zu den besten 50% nachweislich Ihres Abschlussjahrgangs zählen. Da der Studiengang auch teilweise Kurse auf Englisch enthält, allerdings immer als Wahlpflichtoption, sollten Sie ein Englischniveau von B2 mindestens mitbringen und als internationale Bewerber, Bewerberin, nicht muttersprachliche internationale Bewerber, Bewerberin, sollten Sie noch Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 nachweisen können. Die Zulassung, wie schon gesagt, erfolgt zum Winter- und zum Sommersemester. Das heißt, Sie können sich entweder zum 30. Juni für das Wintersemester bewerben oder zum 15. Januar für das dann beginnende Sommersemester. Es ist ein vereinfachtes Verfahren. Das heißt, wenn Sie diese Zugangsvoraussetzungen, die ich vorher gerade vorgestellt habe, erfüllen, dann kriegen Sie auch einen Platz bei uns im Studiengang. Also es gibt dann kein weiteres Interviewverfahren oder Ähnliches. Wenn Sie eine internationale Bewerber, Bewerberin sind, dann bitte die Bewerbung über UniAssist einreichen, aber das finden Sie auch auf der Website zum Studiengang. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie mich natürlich jederzeit kontaktieren. Studiengangskoordination der Philosophischen Fakultät, meine E-Mail finden Sie auf der Folie und dann hoffe ich, dass wir uns bald in Passau sehen. Vielen Dank.